Früher kannte jeder jemanden, der Kinderlähmung hatte. Damals sind die Menschen an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden. Deshalb lasse ich mich impfen. Uschi Glas engagiert sich für die Impfkampagne der Bundesregierung. Doch das finden nicht alle gut. Die 77-Jährige wird massiv von Impfgegnern beschimpft. Erstmal gibt es ganz viele Hassmails, die einem also prophezeien, dass man bald stirbt und hoffentlich sterben sie bald, dann haben sie ihr Fett weg und sowas alles. Oder sie sind ja eine Mörderin, lassen Menschen Gift in die Oberarme spritzen, das ist unverantwortlich. Doch die Schauspielerin lässt sich nicht entmutigen, sie würde jederzeit wieder fürs Impfen werben. Nur so könne die Pandemie besiegt werden. Aber die Reaktionen findet sie beängstigend. Ja, mehr. Nicht schockiert, sondern eigentlich richtig traurig und betroffen, dass es so viel Hass und so viel Groll gibt. Die Schauspielerin bekommt aber auch Unterstützung. Vor allem von Intensivärzten, von Intensivkrankenschwestern, die mir gedankt haben für den Spot, weil die sagen, es müssten die Leute, die so etwas schreiben und das sagen, müssten nur mal einen halben Tag in so eine Station gehen und sich gucken, anschauen, was da los ist. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben zurück. Ihren zweiten Impftermin hat Uschi Glas am 9. Mai. Solche Sätze sind eine bösartige Antwort. This is the end.